entscheidende Frage ist Weihnachten bei den Tauchern. Was läuft denn da ab? Also es ist eigentlich ein gelungener Jahresabschluss, dass man nochmal am Ende des Jahres gemeinsam noch in den Tauchen geht. Man bekommt Geschenke bereicht und ihr habt es selber schon gesehen, es gibt einen heiden Spaß, vorher wie nachher. Wir haben einen Tapfern dabei, der ist heute im Nasstauchanzug unterwegs. Ansonsten isolieren sich alle mit dem Trockentauchanzug und das ist für die Jahreszeit eigentlich die angebrachte Kleidung für Unterwasser. Und ihr seht, es macht Spaß, deswegen gehen wir nochmal zu Weihnachten tauchen, kurz davor tauchen. Und ist es aber nicht trotzdem kalt für die Taucher da unten? Nee, in der Ausrüstung ist es machbar, 40 Minuten so einen angenehmen Tauchen eigentlich zu machen. Dann fängt es an der Hände an, ein bisschen kalt zu werden und sowas. Aber mit dem Trockentauchanzug isoliert man sich ganz entspannt, locker 40 Minuten. Obwohl das Wasser 4 Grad hat, kein Problem. Was ist denn im Sack vom Weihnachtsmann? Das sind wasserdichte Geschenke. Und man hat sie jetzt schön gesehen. Die meisten Geschenke sind eigentlich in einem Schraubglas verpackt, wo also das Wasser nie rein kann und sowas. Und wir nehmen das in einem Sack mit unter Wasser. Und der Weihnachtsmann hat dann die Aufgabe, dann die Geschenke aus dem Sack rauszureichen. Wenn jeder, nachdem er einen Lungenautomaten raus hat, ein kleines Liedchen gesungen hat, vor sich her geblasen hat, kriegt er dann ein Geschenk aus dem Sack. Und jeder Taucher, der jetzt hier unter Wasser ist, hat ein Geschenk dabei. Und so ist das eigentlich, wird das gegenseitig getauscht und ja, es gibt ein Geschenk aus dem Sack vom Weihnachtsmann. Also die Bescherung da unten läuft praktisch für die da unten genauso ab wie für die Kinder hier oben. Ja. Also auch mit Pflicht sehen. Was macht denn der Weihnachtsmann mit denen, die nie artig waren oder kein Lied drauf haben? Das ist jetzt unter Wasser schwer zu lösen. Also da sind sie mal alle gleich. Auch er kann jetzt bestimmt das eine andere Lied nicht so richtig deuten, was da gebrabbelt wird. Und ne, hier geht es um den Gaudi bei der Sache und ja, es gibt da jeder Mühe. Und wir halten sie auch ein bisschen im Film dann noch fest und ihr könnt euch dann ja auch dann nochmal angucken, wie das unter Wasser aussieht. Wie der Weihnachtsmann die Geschenke gibt und was dazu gesungen wird. Vielleicht hört man ein paar Geräusche, hört ein bisschen ein paar Sequenzen von Liedchen. Letzte Frage, das ist ja hier schon so eine halbe oder kleine Tradition mit dem Weihnachtstauchen. Wer ist denn da mal drauf gekommen und wie lange besteht denn das schon? Ja, das ist eigentlich bundesweit. Es ist so, dass einige Tauchschulen oder dass viele Tauchschulen das Weihnachtstauchen auch als Jahresabschluss nutzen, nochmal gemütlich zusammensitzen. Wir machen dann ein Lagerfeuer noch an, man sitzt bei Glühwein und so und das ist eigentlich mein letztes Jahr ausklingen. Und ja, und wir haben es in Sachsen an vielen Tauchschulen auch und unter anderem auch in Meißen, dass wir dann eben das auch so zelebrieren und nochmal zu Weihnachten tauchen gehen als Abschluss. Okay, vielen Dank. Ja, gern geschehen.